Kapitel 3. In dem es kleine freundschaftliche Familienstreitigkeiten gibt, die dann mit der Waffe gelöst werden, Matze die Kamera trifft und es allgemein zu ein paar Verwirrungen kommt. Vor dich gelangen, wenn du schießt. Das sieht schon geil aus. Und jetzt macht Action. Ich muss doch hier coole Sachen filmen, ey. Hopp, hopp, vorwärts. Im Kühlhaus. Steckt ab und zu den Kopf raus. Okay, der ist raus hier vorne. Andere Seite. Du darfst Bang sagen, wenn du da drauf bist, ne? Okay. Ja. Du darfst auch gebankt werden, aber. Ne? Bang und Bang gebankt werden geht, ne? Also ich hab ja gerade gemacht, ich war in der ersten Runde. Alles klar. Ich bin auf die zweite Stufe, hab die Waffe auf ihn gehalten, sag Bang, ja, muss er raus. Ja, völlig. Ja, ihr müsst jetzt runter. Ja. Achso, nee, gehört ja nicht zusammen. Nee. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Aber von hier oben aus der Safe Zone raus, darfst du ihn dann auf der Leiter bangen eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Egal, kletter runter, mach ein paar Leute kaputt. Er ist auch witzig. Das ist jetzt so doof, von hier oben runterklettern, stehen alle von unten dann. Hä? Das ist amüsant, weil ihr könnt euch, sobald ihr da drin ja, seid, gegenseitig. Selbst schon, Alter, bist du doof?
Sie ist doch safe schon. Ihr dürft euch da drinnen gar nicht bekämpfen, ist der Witz. Bang! Nee. Das darf ich auch nicht? Nein, du darfst da drin gar nichts. Das ist das Problem. Also darf er auch nicht rausschießen. Er darf auch nicht rausschießen. Schaffen! So, Patch! Nee, du schaffst raus, aber das war erlaubt. Das war jetzt gemein. Ja, na klar. Warte, da will ich aber da runtergehen. Ja. Dann darf man das selbst schon da auch nicht kämpfen. Ist die Fahne schon wieder weg oder was? Jetzt geh mal da irgendwo hin, wo Licht ist, ey. Wie soll man denn so vernünftig?
wegschießen. Ja, das ist ein bisschen tricky, weil er stand außerhalb und du darfst auf der Leiter gebankt werden. Aber von da aus? Ja gut, es sind weniger als 5 Meter, ne? Ich weiß es nicht. Geh einfach runter und er geht 10 Meter nach hinten und gut ist. Das darfst du natürlich machen, klar. Ja. Ja! Ja! Nein, nein, du darfst auf der Treppe schießen. Die Treppe ist voll bespielbar. Da konnten wir das anders erklären. Deswegen. Nee, nee, die hinten, die andere nicht. Gut, dann bist du auch raus. Ganz hoch. Das war gerade, weil ich mich aufgeregt habe. Aber der Coolness halber musst du das auch haben. Du hältst
Hast du deine Waffe rum? Oder ist mit dem Ziel? Junge, hast du es gesehen? Ja, nur sie ist so halb leider. Ja, die Magazine. Ah. Ich hab noch ein paar, willst du die kleinen? Wie krank war das denn schon wieder? Oh Scheiße, direkt hier vorne! Ey, direkt hier vorne! Ich kann dir doch nicht sagen! Wo geht ab! Ja, los! Dann geh ich raus! Ich bin 20 hier. Disclaimer. Jeder Schnipsel, auf dem es um dich geht, lieber Zuschauer, soll auch dir gehören. Das hier ist ein absoluter Rohschnitt, also lade das Video gern herunter, schneide dir dein persönliches Actionvideo zusammen, zeige deinen Freunden, wie viel Spaß du hattest, aber denk dabei daran, die Rechte der anderen zu wahren. Ich erhebe keinen Anspruch auf dieses Material. Bitte verwende es im Sinne von Airsoft.